Das hier ist das verbotene Shin Sonic Horror Monster in Minecraft. Diese und viele weitere Sonic Horror Monster sehen wir im heutigen Video. Deshalb bleib bis zum Ende des Videos dran und lass einen Daumen nach oben da. Und damit sind wir auch schon in Minecraft zurück, denn in dieser Kiste befindet sich alles, was wir benötigen. Wir haben die krassesten Sonic Horror Monster am Start und ich habe auch schon im Inventar, wir sehen es hier über meinen Mauszeiger, einfach mal Shin Sonic, also die Horror-Variante von Sonic. Also bleibt dran, denn die werde ich euch natürlich zum Ende des Videos zeigen. Denn erstmal kommen wir zu den anderen coolen Sachen hier. Und ich würde sagen, wir nehmen erstmal eine Reihe hier heraus und ich zeige euch mal, was wir hier so am Start haben. Denn wir haben natürlich auch Knuckles.exe am Start. Also .exe ist natürlich die Horror-Version von Knuckles. Ich meine, so spricht man ihn aus. Denn wir haben auch die ganz normale Knuckles-Version. Und wir sehen auch, dass er sofort alle anfängt hier anzugreifen. Aber bevor ich jetzt die ganz normale Version spawne, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal für mehr Videos. Das würde mich sehr freuen. Und ich würde sagen, wir spawnen hier einfach mal Knuckles in normal. Und ich muss sagen, ja, die sehen sich schon sehr ähnlich, aber... Oh, wer gewinnt, ist die Frage. Wer gewinnt von den beiden, wenn Knuckles in Exe, also in der Horrorversion, und Knuckles normal? Lol, Knuckles normal wurde eiskalt von ihm getötet. Oh mein Gott, hätte ich gar nicht gedacht. Dann haben wir noch einmal die Ofen-Sonic-Version. Schaut euch das mal an. Okay, also die Furnace-Sonic-Version sieht auf jeden Fall super verrückt aus. Wir sehen es hier auch nochmal, aber hier, oh, ich frage mich auch, wer hier gewinnen kann, denn die greifen sich natürlich alle gegenseitig an, aber ich glaube sogar, oh, ich glaube Knuckles Echse ist schon wirklich heftig, also der hat schon, glaube ich, sehr viel Leben, weil sonst wäre der schon längst draufgegangen, aber gucken wir mal weiter, denn wir haben natürlich noch Tails am Start und Tails ist auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Hier sehen wir einfach mal Tails, der hält sich aus dem Kampf heraus, der genießt einfach das schöne Wetter, denn wir haben auch ganz normale Sonic-Charakter hier am Start. Tails wäre ein ganz normaler Sonic-Charakter. Es ist die ganz normale Tails-Variante. Wir haben aber auch zum Beispiel Sonic ganz normal am Start. Und hier sehen wir, wie Sonic ganz normal aussieht. Die tun sich natürlich auch gar nichts gegenseitig, weil die sind ja normalerweise auch liebe Charakter. Ganz im Gegenteil, da hinten, ich weiß auch gar nicht, ob die sich... Doch, oh lol, wir haben es gesehen, tatsächlich können die auch sterben. Oh mein Gott, und ich glaube, hier auch Knuckles Echse wird Sonic wahrscheinlich umhauen. Alter, wir sehen hier auch nochmal, wie krass die einfach mal kämpfen können. Also Sonic hat auf jeden Fall sehr, sehr coole Attacken, gerade diese Drehung. Aber Knuckles Echse ist einfach zu stark. Aber gucken wir mal auch mal, ob er eine Chance haben wird gegen Amy Rose. Denn auch Amy Rose ist hier am Start, mit dem Hammer natürlich auch. Und wir sehen auch, Amy Rose greift normalerweise an mit dem Hammer, ist aber auch sehr, sehr schnell draufgegangen. Also Knuckles Echse scheint hier wirklich ultra stark zu sein. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob der überhaupt sterben kann, um ehrlich zu sein. Deswegen bringen wir mal den nächsten in den Kampf. Und es ist noch nicht Shin Sonic, also die ultra kranke mutierte Variante von Sonic, die ihr am Anfang des Videos gesehen habt, denn die kommt erst am Ende. Aber wir haben hier noch mal Perfect Chaos und Perfect Chaos ist wohl, ich kenne mich nicht ganz genau so aus mit Sonic, aber anscheinend auch ein heftiges Monster aus der Sonic-Reihe. Aber irgendwie kommt der Kollege hier nicht dran. Ah doch, jetzt kämpfen sie, jetzt kämpfen sie und wir sehen hier... oh mein Gott, also das ist wie so ein Eisdrache, aber der hat auch gar keine Chance. Leute, wollt ihr mich veräppeln? Warum ist Knuckles Echse so unfassbar stark? Das hätte ich echt nicht gedacht. Und er greift auch wirklich alles an, was ihm in den Weg kommt. Das ist echt heftig, ne? Hier sehen wir es auch nochmal, Leute. Sehr, sehr geil. Naja, wie dem auch sei, wir machen erstmal weiter hier mit E101 Beta. Okay, das scheint irgendein Roboter zu sein. Ich muss sagen, da habe ich wirklich absolut keine Ahnung von. Ich sehe nur, der hat anscheinend hier so Maschinengewehrhände, sieht mir zumindest so aus. Und dann gibt es auch noch einmal E101, es gibt E101 Beta und es gibt E102 Gamma. Okay, das hier ist Gamma und das hier ist Beta. Und wir sehen auch links die Zahlen einfach mal an der Seite so draufstehen. Und natürlich mischt sich auch hier Knuckles rein, zwischen den Leuten hier ein. Aber wir sehen, auch die greifen sich theoretisch gegenseitig an, bevor Knuckles wieder kam. Ich gehe mal ein paar Meter weiter, um euch das nochmal zu zeigen hier. So, wir sehen es hier, die kämpfen tatsächlich gegeneinander. Scheinen einfach wohl irgendwelche Roboter zu sein. Und da oben fliegt irgendwas herum. Ich weiß nicht genau, was es ist, um ehrlich zu sein. Aber
halb so wild, denn wir machen weiter. Wir haben ja noch unsere coole Enderkiste hier am Start und schauen mal, was wir hier noch so Schönes am Start haben. Okay, das wollte ich gar nicht nehmen. Wir werfen das einfach mal ganz kurz hier weg. Zack. Und schauen wir mal hier. Wir haben nämlich nochmal Tails-Echse am Start. Also wir hatten ja gerade schon Knuckles-Echse, aber wir haben auch Tails-Echse. Und gucken wir mal, ob Tails-Echse auch hier... Ach, die greifen sich gar nicht an. Ah, okay, die böse Varianten, also die bösen Monster, sag ich mal, also Tails-Echse und Knuckles-Echse, die lassen sich anscheinend hier in Ruhe, wie wir sehen können. Das ist aber interessant. Ich werfe den einfach mal ganz kurz weg. Und wenn ich jetzt wahrscheinlich Tails normal spawne, dann greifen die sich an. Ja, und die gehen sogar zu zweit auf ihn drauf. Schaut euch das mal an. Aber, oh, 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 und die haben auch gar keine Gnade. Boah, und ich muss sagen, die Echse-Monster sind schon wirklich stark. Aber hier nochmal ganz kurz für die Übersicht. Wir sehen hier, so sieht Tails ganz normal aus. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Aber noch lange nicht so krass, wie Shin Sonic aussieht, den wir am Ende des Videos sehen. Okay, hier können wir anscheinend noch so Ringe spawnen. Können wir, okay, die können wir aber leider nicht einsammeln. Ah doch, warte mal, wenn wir die angreifen, also quasi, ja, schlagen, dann können wir diese Ringe hier auch einsammeln. Das ist aber cool. Okay, dann haben wir hier noch so einen Monitor, so einen Ring-Monitor am Start. Auch nicht verkehrt. Kann man auf jeden Fall mal machen. So, dann haben wir hier noch einmal... Oh, jetzt wird's interessant. Wir haben noch einmal Metal Sonic, also die Metall-Sonic-Variante. Und die lässt sich hier anscheinend auch nicht lumpen. Wir sehen es hier auf jeden Fall. Und wir haben natürlich auch Sonic Exe am Start, der richtig krass ist. Also ich erwarte auf jeden Fall, dass Sonic Exe hier auch einiges reißen wird. Okay, dann haben wir noch einmal, was ist das hier? Adam Taylor, das ist glaube ich der Ersteller von dieser, von diesem Add-on, wenn ich mich jetzt nicht täusche. So, okay, die kämpfen hier auf jeden Fall in Ruhe. Also Metal Sonic, Tail Exe und Knuckles Exe. Und dann geht es hier schon weiter mit einem sehr krassen Ei, denn wir haben hier VB12 am Start. Und VB12, das ist auch, glaube ich, ein Ersteller von der Mod, wenn ich mich nicht täusche. Und der hat auf jeden Fall auch sehr krasse Animationen. Schaut euch mal an, was für heftige Schläge der hier hat. Und der fliegt wie ein Enderman, läuft auch sehr, sehr krass hier herum. Also da haben die sich was einfallen lassen. Aber Sonic Exe, kann ich euch jetzt schon sagen, ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Deswegen würde ich sagen, ich spawne Sonic Exe jetzt gleich auch nochmal. Hier haben wir noch solche komischen Sprungbretter, auf die wir springen können. Also sie sehen, zack, ich habe jetzt so einen Sprungeffekt bekommen, als ich darüber gelaufen bin. Hier nochmal, bam, auf jeden Fall auch richtig nice. Aber jetzt kommt das Allerkrasseste. Sonic Exe, noch nicht Shin Sonic, aber Sonic Exe ist auch sehr, sehr heftig. Oh mein Gott, und ich sehe schon gar nichts mehr. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen aus der Reichweite gehen, aber oh lol, Sonic Exe macht uns hier einfach mal blind und lässt Blut vom Himmel regnen. Schaut euch das an, schaut euch das an. Sonic Exe, hier sehen wir ihn. Und die anderen Monster haben anscheinend gar keine Chance gegen ihn. Der teleportiert sich immer wieder weg, sobald die versuchen, Sonic Exe anzugreifen. Man kann ihn aber angreifen. Er sagt jetzt auch oben links im Chat, hört auf zu kämpfen. Hört auf zu kämpfen. Oh lol, hat er diese Druckwelle von sich gegeben? Gebt auf, sagt Sonic Exe. Okay, aber ich glaube, wenn man ihn jetzt noch ein bisschen länger versucht anzugreifen, dann wird er auch irgendwann kämpfen, soweit ich weiß. Und jetzt hier. Lol, er hat mich einfach mal... Was, ich wurde von Knuckles Exe getötet? Jetzt wurde ich von dieser... Was ist jetzt hier passiert, Freunde? Ich wurde einfach mal von so einer Druckwelle getötet. Und wir sehen Sonic Exe. Alter Schwede, Sonic Exe ist richtig, richtig heftig drauf. Wir sehen hier, Sonic Exe kämpft einfach mal in der Luft. Gibt jetzt solche Strahlen von sich ab. Und ich habe euch ja gesagt, Sonic Exe ist auf jeden Fall einer der krassesten Charakter. Ich finde noch nicht so krass wie Shin Sonic, den wir gleich sehen werden. Aber er lässt Blut regnen, verteilt Schockwellen. Und wenn ich ihn jetzt angreife, dann müsste er theoretisch auch nochmal ein paar coole Attacken von sich geben, wenn ich mich täusche. Er hat Nacht gemacht. Er hat die Nacht eingeleitet und jetzt wieder Tag eingeleitet. Also Sonic Exe kann sogar das Wetter hier verändern und die Tageszeit verändern. So, und jetzt versuche ich ihn nochmal anzugreifen. Aber der kann sich immer wieder wegteleportieren. Aber das war eigentlich noch nicht alles, soweit ich weiß. Also, oh lol, was war das denn? Jetzt ist schon wieder so ein Blitz, der hier hinter uns eingeschlagen ist. Oh ja, jetzt macht er wahrscheinlich noch was. Oh Leute, also es ist wie so ein Katze-und-Maus-Spiel, was hier durchgeführt wird. Aber ich gebe auf jeden Fall nicht auf, denn ich möchte euch gerne zeigen, was genau hier passiert. Ich glaube aber, er kämpft jetzt hier eigentlich primär mit dieser Druckwellenattacke. Und er hat schon wieder gesagt, hört auf, mich anzugreifen, gebt lieber auf. Und schon wieder haben wir diese Druckwelle gesehen, die er von sich gelassen hat. Hier auch nochmal zack, 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 zack. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Jetzt fliegt er wieder nach oben. Und was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Schon wieder Blitze. Oh ja, Leute, er versucht mich natürlich mit Blitzen im Creative-Modus anzugreifen, was absolut
absolut gar keinen Sinn macht. Aber ich glaube, das war wirklich dann die Attacken, die Sonic Exe hier so drauf hat, wenn ich mich täusche. Außerdem haben wir noch coole Mobs am Start, wie zum Beispiel hier Shadow. Der sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr cool aus. Aber die sehen so ein bisschen mehr aus im Minecraft-Style, könnte man sagen. Dann haben wir noch Rouge oder Rook. Ich weiß nicht ganz genau, wie man es ausspricht. Hier haben wir sie. Dann haben wir noch einmal Cream am Start. Auch sehr, sehr cool gemacht hier. Blaze the Cat haben wir ebenfalls am Start. Ricky auch noch. Also Ricky finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Erinnert mich auf jeden Fall an so ein Eichhörnchen. Dann haben wir noch einmal Kaki am Start. Und Kaki ist einfach so ein kleines Hühnchen. Auch sehr cool. Und dann haben wir noch ein paar andere Horrormonster aus der Sonic-Generation. Wie beispielsweise hier Fatal Error. Und Fatal Error ist wirklich krass. Schaut euch das mal an. Fatal Error zieht nämlich so verglitschte Blöcke unter sich. Sobald er einen Block hier betritt, werden die Blöcke unter ihm auch richtig, richtig komisch. Und ich glaube, Fatal Error, ja, will man auf jeden Fall auch nicht begegnen in Minecraft. Ich meine, stellt euch mal vor, die ganze Welt sieht einfach mal so verglitscht aus. Und ich meine, Fatal Error greift mich auch an. Oh mein Gott, schaut euch das an, schaut euch das an. Fatal Error läuft mir einfach mal hinterher. Und die Minecraft-Welt verändert sich natürlich auch in 0, nichts hier. Schaut euch das mal an. Man weiß sofort, wo Fatal Error war. Dann haben wir noch EYX oder X. Das ist wie so Sonic, aber auch in einer ganz, ganz merkwürdigen Variante. So Enderman-Style würde ich das Ganze schon fast nennen. Und dann haben wir noch einmal den Burning Bus Bomber. Hier haben wir den Burning Bus Bomber, der auch richtig, richtig krass aussieht. Ja, Leute, aber ich weiß, wir alle warten noch auf Shin Sonic und der kommt jetzt. Und hier sehen wir ihn, Freunde, Shin Sonic, unser allerletztes Monster hier heute. Und ich muss sagen, Shin Sonic sieht auf jeden Fall am allerbrutalsten aus von allen. Und ich glaube, Shin Sonic müsste auch der allerstärkste sein von allen. Denn wir sehen hier einfach mal, wie gigantisch groß er ist. Und aktuell sind keine Monster in der Nähe. Aber ich würde sagen, um einfach mal zu gucken, wie stark Shin Sonic ist, werde ich ihn mal versuchen anzugreifen. So, deswegen gehe ich mal in den Survival-Modus und schieße einfach mal einen Pfeil auf ihn drauf. Denn wir sehen schon, Shin Sonic ist nicht unbedingt so schnell unterwegs. Aber er macht auf jeden Fall jede Menge Schaden. Und wenn wir auch in die Nähe von ihm kommen... Oh ja, Leute, wir sehen schon... Oh mein... Alter Schwede. Also mit ihm sollte man sich eigentlich nicht anlegen. Oh, schaut euch das mal an, Leute. Schaut euch das mal an. Alleine dieser Anblick, wie Shin Sonic uns einfach hier im Spiel hinterher rennt, ist schon wirklich der Wahnsinn. So, ich schieße nochmal ganz kurz auf Shin Sonic drauf. Aber wir sehen... Ich weiß nicht mal, machen wir den überhaupt ansatzweise Schaden? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, so eine krasse Gestalt. Allein... Ey, guckt euch mal diese Füße von Shin Sonic an. Alleine die Füße sind schon deutlich, deutlich größer als ich. So, ich greife... Oh mein Gott, ey, will er mich aufessen oder was? Will er mich aufessen? Wird er verrückt, Freunde? Okay. Zombie, greif lieber Shin Sonic an, denn wir haben hier gar keine Chance gegen. So, ich habe, wie gesagt, jetzt nochmal einen Goldapfel gegessen. Wir sehen... Alter Schwede. Also, ich glaube, so ohne Goldapfel wäre ich so schnell schon tot. Ja, mit einem Schwert ihn anzugreifen ist, glaube ich, auch nicht die allerschlauste Idee. Ey, Leute, der hat ja gar keine Gnade. Er hat ja wirklich gar keine Gnade mit uns. Also, ich muss sagen, Shin Sonic soll lieber mal andere Monster angreifen als mich. Aber... Ja, ich weiß nicht, wenn ich ihn so ein bisschen mit einem Bogen abhalten kann, ist das eigentlich schon mal ganz gut. Ja, Leute, aber ich muss sagen, ich wechsle am besten nochmal ganz kurz in den Kreativmodus rüber. Wir sehen hier, wie gesagt, Shin Sonic am Start und der ist auf jeden Fall der reinste Wahnsinn. Und wenn ihr auch denkt, dass Shin Sonic sehr, sehr krass ist, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr solche Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.